Since I add insult to injury, I can still hear tick and talk. Casio! Casio! Please don't leave. Ja, Leute, ich war heute an der Löwensteiner Platte. Und es war auch ein richtig geiler Tag. Es waren viele Leute da. Slati, Lacto, Fans waren da. War richtig cool. Bis auf eine Sache. Und ich verstehe nicht, warum jemand sowas macht. Aber mir wurden meine Handschuhe geklaut. Mir hat echt jemand meine Handschuhe geklaut. Ich hatte sie noch. Wo Lacto jetzt seine Instagram-Story gemacht hat von dem Sound von meiner BMW. Da habe ich sie vom Lenker genommen, dann hat er das Video gestartet. Dann habe ich sie wieder hingelegt und ja, wir haben halt weiter gechillt. Mein Helm hing übrigens auch daneben mit der GoPro. Und jetzt wollten wir gerade losfahren und die Handschuhe waren nicht da. Ja gut, also alles abgesucht, jeden gefragt und alles. Es wurden nirgendwo welche abgegeben. Ich verstehe nicht, warum er sowas macht. Ich meine, Handschuhe nimmt man doch nicht aus Versehen mit. Falls derjenige das Video hier sieht, viel Spaß mit deinen vollgeschwitzten Handschuhen, du kleiner Hurensohn. Props an dich. Viel Spaß mit meinen Handschuhen. Hoffe, du wirst glücklich mit meinem Handschweiß. Ich werde mir jetzt erstmal morgen in Louis ein paar neue Billo-Handschuhe kaufen, damit ich wenigstens weiterfahren kann, weil es ist arschkalt, so ohne Handschuhe zu fahren und es fühlt sich auch einfach nicht an wie ein richtiges Motorradfahren, wenn man keine Handschuhe anhat. Ich weiß nicht, das ist alles so komisch, ihr kennt es sicherlich, wer vielleicht mal kurz ein Moped von der Einfahrt gefahren ist oder sowas ohne Handschuhe, das fühlt sich richtig komisch an. Nicht mehr wie richtiges Motorradfahren. Naja, wie dem auch sei, erster Tag, beziehungsweise zweiter Tag von der Tour geschafft. Ich fahre jetzt mit Aside und Tiefseeangler noch nach Hause. Und wir gehen noch Sushi essen. Wir fahren jetzt weiter Richtung Ludwigshafen zu einem Kollegen. Jo, alles klar. Wie gesagt, wir fahren jetzt weiter zum Kollegen nach Ludwigshafen. Wer sind wir? Ich und der liebe Aside. Oder Aside. Je nachdem, wie man es aussprechen will. Und wir werden jetzt erstmal versuchen, mir ein paar Billighandschuhe aufzutreiben. Ich fühle mich gerade wie so eine Frau. Ich fühle mich gerade wie so eine Frau. So Leute, wir haben jetzt neue Handschuhe gekauft. Wir fahren jetzt noch eben tanken. Mann. Ist richtig behindert hier. Parkplätze bei Louis sind nicht die geilsten. War die jetzt da? Oder was sind sie pink? Richtig geil. Boah, die Länder auch.
alles pink. So Leute, wir sind jetzt in Ludwigshafen angekommen. Bei meinem Kollegen, links mit der MT. Und wir fahren jetzt was futtern zum Burger King. Und werden danach zum Feldberg fahren. Bin echt mal gespannt, ob jemand da ist. Ein Kollege hat leider einen Unfall gehabt, der kommt nicht. Erstmal gute Besserung an dich, wenn du das siehst. Hoffe, du kommst schnell wieder auf die Beine. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann einfach wieder, wenn ich am Feldberg bin, ne? Peace! Jetzt angekommen, beziehungsweise wir sind gleich am Feldberg. Bin echt mal gespannt, ob überhaupt jemand gekommen ist. Oh, ich kann ja nicht überholen, Mann. Kacke. Dürfen wir uns da jetzt reinstellen? Nein, Einfahrtverbot für für Motorräder. Polizei steht ja keine drin, oder? Die fahren aber hier doch das öfter mit Zivilstreifen unterwegs rum, ne? Ja? Ich hab noch nie was gesehen. Okay. Also ich würd's nicht drauf ankommen lassen. Ich meine, wenn man da steht, sind es 30 Euro. Ich fahr einen Parkplatz rein! Sind's was geworden? No, God, please, no! 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 Give me your fucking money! All around me are familiar faces. Ja. Ja, ein paar sollten eigentlich dabei sein. Ich glaube, die wollen gerade zu dir. Sollen sie, ich hole nur meinen Rucksack ab, sage ich. Deswegen bin ich oben stehen. Mein Gott, hilft nichts. Servus! Das ist meine. Ja. Nehmen Sie doch den Helm ab, dass ich das doch sehen kann. Logisch, warten Sie. Ich weiß nicht, warum ich Sie anspreche. Weil mein Motorrad da steht, obwohl ich nicht reinfahren darf. Richtig. Weil mein Rucksack da liegt. Ja. Ich wollte den da oben nicht unbeaufsichtigt liegen lassen. Sie dürfen nicht reinfahren und wir dürfen Kontrollen machen. Ich weiß. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, brauchen Sie nicht zu sagen. Sie halten ja nur, ja? Ja. Sie sind von Zettel von meinem Chef gekommen. Ja, glaube ich, 3 Minuten. Und wenn Sie parken würden, sind es 30 Euro, so sind es 20 Euro. Das ist immer den Führerschein. Logisch. Wir machen das natürlich alles. Nicht, dass wir schon zu wenig Stunden haben.
Cooles zu tun habt. Das erste Mal seit 4 Jahren, dass ich auch gehabt habe. Oder? Also wie gesagt, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Sie können dazu was sagen. Sie müssen nicht, wenn Sie sagen, ja, ich weiß, kann ich Ihnen hier vor Ort eine Barverwandlung von 20 Euro anbieten. Wenn Sie sagen, ja, Sie bezahlen es oder wenn nicht, oder Sie wollen gar nichts sagen, dann schreibe ich einen Datenermittlungsbeleg, dort einen kleinen Moment Länge und dann kriegen Sie Post aus Kassel. Machen. Wie gesagt, ich halte ja noch. Auch das Halten kostet 20 Euro. Also da sind wir uns eigentlich gut. Ja, sehe ich einfach. Gut. Wollen Sie das hier vor Ort bar bezahlen? Nein. Habe ich nicht dabei. Kein Problem, dann schreibe ich das dazu. Die erste, haben Sie beim beiden nicht? Deutschlandtour. Noch nicht vor mir. Sind Sie auch Halter vom Fahrzeug? Ja. Ah. Ganz, ganz schön. Wenn Sie Freunde haben, rufen Sie bitte alle an. Haben Sie auch Fahrzeugkontakt? Ich hoffe. Wir sind noch nicht mal im Boxerbo, da müssen wir das Doppelte abnehmen. Schon das zweite Mal, dass ich höre, dass es kein Boxermotor ist. Hier. Trotzdem noch einen angenehmen Urlaub. Werde ich haben. Dankeschön. Und Sie können sich oben hinstellen. Wir hoffen, dass wir Sie nicht irgendwie vom Asphalt platzen. Nee, nee, nee. Und eigentlich nicht. Okay. Also dann. Danke. Bitte? Ja, ich weiß. Ah ja, hast ja wieder was. Ja, es hat mich so aufgeregt. Die haben mir echt gestern die scheiß Handschuhe geklaut. Nee. Keine Ahnung, was der da gemacht hat, aber das war verdammt gefährlich. Ohne Flachs. Mitten am Kurvenausgang. Mitten am Kurvenausgang. Alter, Alter. Da wo jeder ausbeschleunigt, Mann. Keine Ahnung, Alter. Ich werde ihm fast reingefahren. Dem scheint anscheinend irgendwas am Motorrad nicht zu funktionieren. Jetzt fährt er mit Warnblinkanlage. Ja gut. Kann er wahrscheinlich auch nichts für. Wollen wir mal nicht so gemein sein. Aber es war echt gefährlich. Also am Kurvenausgang, wo jeder rausbeschleunigt. Und vor allem man hat ihn fast nicht gesehen.